So, das ist ganz lustig. Wir haben jetzt hier an der GoPro ein Mikro dran. Das heißt, du hörst mich wahrscheinlich jetzt in Top-Qualität, weil, wie du hier siehst, das Mikro zeigt nach hinten. Das heißt, ich kann nach vorne aufnehmen und habe das Mikro. Klar, jetzt müssen wir es drehen, wenn ich die andere Richtung aufnehmen will. Idee ist halt, dass ich jetzt mit dem Ding, mit dieser Media-Mod, wenn ich dann in Amerika unterwegs bin, das Mikro oder wirklich sogar Kit mit Lapelier an mir rumrennen kann und nicht die große Kamera und System dabei haben muss. Das ist so der Plan. Die Media Mod kostet aber leider irgendwie 80, 90 Euro oder so. Das ist mir echt zu viel. Das heißt, mal schauen, wenn das wirklich komplett, komplett geil ist, dann ja, vielleicht macht man das dann irgendwie. Je nachdem, wie die Kameraqualität ist, weil die GH5 ist da besser als die Media. Aber ja, ansonsten schickt man es halt wieder zurück, wenn die Qualität nicht stimmt. So, wenn wir wieder einmal übrig sind, in 2 Wochen, können wir das gerne auch machen. Lieblingsmodi kam eben. Und ich kann es auch jetzt schon auf den Entwicklungsserver. Wir fahren jetzt einmal kurz zum Zahnarzt und dann zur Arbeit. So, Maestro, mal hier zu. Parken das irgendwie. Dann fahren wir erst nach Amerika wieder. Wir fahren heute Abend nur den Kollegen hier. Wir fahren aber jetzt erstmal alles rein. Der Leon, kann ich sagen. So ein Philipp, ab dafür. Also. Freunde der guten Unterhaltung, das letzte Mal, dass ich das Ding hier sehe für eine Woche, das ist schon heftig. Also, dass ich meine Freundin für eine Woche abgebe, das ist schon krass. Das sieht sonst nicht. Das ist ein Ladekabel, packen wir morgen, genauso wie Hygienezeug, den ziehen wir morgen an, das ziehen wir morgen noch an. Die Klappe, den Gürtel auch. Ansonsten haben wir hier eigentlich so ziemlich alles zusammengepackt. Kamera bleibt hier. Das heißt, hier ist einfach so ein bisschen Technik. Ich habe überraschenderweise noch gut Platz. Ist ganz gut. Ich muss mir gleich nochmal ein paar Ersatzschuhe holen, dass ich da noch welche reinpacken kann. Ansonsten haben wir hier auch noch den Rucksack. Da ist auch noch viel Platz. Das heißt, wir haben eigentlich nur die zwei Dinge. Ich bin überrascht, wie wenig das eigentlich ist, weil lustigerweise, wenn man alles sein Kamerazeug mal hier reinpackt, dann merkt man, wie voll ich normalerweise packe. Ja, das ist lustig. Und wir packen ein iPad noch dann hier rein. Das heißt, ich habe hier dann die komplette Technik zusammen. Das kann ich morgen früh auch schnell zusammenrollen. Ich jetzt circa 5 Stunden schlafen, dann fahren wir am Flughafen nach Frankfurt. Einchecken muss ja das dort, aber da sehen wir uns. Da hinten fährt der Chef. Wir sind jetzt am Flughafen. Looks like the cargo doors are closed. Unrevealed. Yeah. Yes. Opening. Oh, legendary pack break. Wir haben hier, wow, das sieht geil aus. Ich habe mit dem Nachtisch angefangen. Macht man ja eigentlich nicht, aber schaut mal hier. Ananas. Melone und Erdbeere. Geiler Salat. Gurke, Hummus und Antipasti. Die Veggie-Option. Vegetable Korma Bean Black Lens. Was auch immer das ist. Das sieht in Ordnung aus. Das kann ich beim Preis Wein empfehlen. Ich habe nach dem Wein des Flugzeugs gefragt. Vino de casa. Der Stammwein. Guten Hunger, Daniel. So, wir melden uns von über den Wolken. Und diesmal mit Chai Curry. Und irgendwie so ein Eis. Du hast gar kein Eis bekommen. Du hattest. Doch, ich habe eins geklaut. Als er nicht geguckt hat, habe ich eins gebrochen. New York City. Also, da unten muss mit Darius mal hin. Das ist ein Golfplatz. Anschluss ist mies verspätet, weil kaputt, aber ein Tag nicht kaputt. Ja, gut, kaputt. Der hat ja Union? Nee. Vorne 2 Betten, Fernseher zu 2, einen großen Fernseher bekommen, noch einen Tisch und natürlich geht's hier vorne noch weiter, wie es in den USA, everything's bigger in America. Na, Texas, aber ja. Das ist so eine riesige Couch, das heißt wirklich theoretisch könnten wir hier noch jemanden reinholen zu dritt. Wenn wir ganz fancy wären, könnten wir das Ding auch noch nehmen, da vorne kannst du hier noch pennen. Also, Isomatte da und könntest du locker 6 Leute reinbringen, das ist so brutal. Und dann haben wir natürlich auch noch ein Bad, das ist einfach natürlich irgendwie typisch American. Diese Dusche, zack. Dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt mal zum
Frühstück, weil wir dann gleich noch die ganzen deutschen Kollegen treffen gehen. Also die noch nicht mitgeflogen sind über Frankfurt. Und dann gehen wir Fußball spielen. Und dann sehen wir irgendwann morgen vor allem hauptsächlich dorthin. Ja, jetzt bist du einfach hier beim Minnesota Vikings Stadion. Weißt du, für mich das Geilste ist, die Eagles haben hier den Super Bowl gewonnen. Ich bin Eagles-Fan. Hier hast du ja vorne auch noch das Schiff. Ja. Schon verrückt. Dass es auch einfach für einen riesen Klotz ist. Beacon! Beacon! Nein, Fußball, spielen wir so kurz Fußball und dann machen wir es irgendwie weiter, keine Ahnung. Das ist so ein Meetup mit ganz vielen allen Co-Trainern zusammen organisiert. Als eben in dem einen Park, was du ja eben gesehen hast, war irgendwie dahinter, hinterm Stadion. See you guys. Absolutely incredible from this vantage point. You know, I was able, was lucky enough to walk around for a bit, meet a bunch of people. The energy here, the love, the excitement, the enthusiasm. I just want to thank everybody here for bringing such a positive influence to this space. I want to thank the city of Minneapolis for having us. And I just want to highlight before I bring on the main event, just how proud I am of my brother. You know, I want you guys all to know that this energy that you're bringing, this positivity that you're bringing, that's what energizes him. That's what feeds him. So I'm just so happy for him. I'm so happy for this community that we're able to get together. And I just want to say thank you. So without further ado, the guy that is at the center of this entire thing going on right now, my brother, Gary Vaynerchuk. Not demotivated, optimistic. Let's fucking get it. Videoception. Yeah, buddy. Yes, sir. Let's get it. Eagles fan, yeah. I love that there's a German. Yeah, like football is getting big in Germany. We have a game in Munich coming up. So much bigger. We have three London games and we have a game in Munich coming up. What are they doing? Oh, there's merch. Yeah, they're rushing to merch. Look at it. Oh, what up, bro? Hey. Cameron, right? Yeah, I love it. Would you at the ferocious party? Yeah, dude. Yeah, I was too. Bro, I still have for like, oh, yeah, yeah. I met some German guys who were at the party. Ja, ich kauf die einfach alle. Ja, ich kauf die einfach alle. Ledger, ich hab sogar noch einen, ja. Daheim aber. Nee, kaufst aber du kannst mir Abse, wirklich. Ich hab einen, ach so, ich nee, hab zwei nee, eingeschweißt nee. Dabei. Will ich lieber den mit dem Van Lee. Ach so, ach so. Ja, 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 klar. Ja, yeah, when you exit, exit down the other way. So having you guys all here in my hometown makes my heart extremely, extremely full. And it's a real passion for me that I get to combine the place I call home with my work and the work that I do for Gary Vee. Gary, just so you know, don't know. Gary is the chairman of VaynerX, a modern-day media and communications holding company, and the active CEO of VaynerMedia. So let's give it up for the panelists today. Holy shit. Zum einen Gary, zum anderen hat Gary, habe ich gefragt, der ist ja in Deutschland für ein Festival, habe gefragt, ob er die Defense-Community treffen will, hat ja gesagt. Habe ich bei Twitter rausgegeben, hoffentlich nach, wie konkret ich eine DM ran, wie treffen wir einfach Gary in Deutschland. Communism in Germany? And everybody rushed when there was something free. It feels just like it. Holy shit. But we're in, we made it.
Ah, die Vögel da oben! Gegessen. Oh, ich bin so am Arsch. Steve Aoki ist jetzt noch. Ja, ist irgendwie geil, mal in Amerika feiern zu gehen. Aber Steve Aoki spielt wahrscheinlich erst mit 12. Ist 2, wenn er fertig ist. Dann bist du 3 daheim. Wenn du noch eine mitnimmst, bist du noch später daheim. Oder gar nicht daheim. Wenn es nicht fertig ist, macht das alles keinen Sinn. Ich werde jetzt einfach pennen, ausgeschlafen, weil das US Bank Stadion ist so groß. Und du läufst halt die ganze Zeit die ganzen Wege, weil du nicht weißt, wo was ist. Und dann läufst du die Treppe runter bis aufs Feld, dann wieder runter, wieder hoch. Einmal übers Feld, wieder hoch. Feld sind ja auch schon 100 Meter. Die Jungs die ganze Zeit nur am Laufen, schüttelst die ganze Zeit Leuten in die Hand, guckst die ganze Zeit um, laut. Das ist super, 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 super geil. Aber ab einem gewissen Punkt ist einfach nur noch auf Adrenalin. Das ist die Fee, okay, jetzt hingehen, wäre irgendwie geil, aber das wäre auch nur auf Adrenalin. Dann irgendwie auf 3-4 Stunden Schlaf, dann im Morgen zur Recon. Das heißt, ich hoffe einfach nach dem Vortrag dann am in Frankfurt am 3.6., dass ich da dann rechtzeitig noch irgendwie hinkomme, die Fee, okay, noch was zu sehen. Aber einmal hatte ich ihn ja schon live gesehen am World Club Dome, das letzte Mal, wo wir da waren. Das heißt, Dimitri Vegas, like Mike, wäre dann geil. Aber ey, René und Medi haben so krasse Geschichten erzählt von Russ Konzertlift gestern hier in Minneapolis. War schon geil, haben die gesagt. Ja, das ist auch lustig gewesen. Aber wir bleiben vernünftig. They're a mistake, because this opening panel, I think is going to be one of the most interesting ones in this entire conference. Remarkable, thoughtful, creative energy this man has put in the world for the last several decades. One more time. Is it like hearing you? Many of you are developers. Yeah. Woo! Woo! A few million followers in a year. So am Arsch. Recht Kopfschmerzen. Und halt die ganze Zeit Lippen trocken. Dass ich jetzt einfach sage, ey, ich geh einfach heim. Will mir jetzt pennen. Wenn ich rechtzeitig wieder aufwache, komme ich noch zu den Performances. Wenn nicht, pack ich einfach durch. Bis morgen. Woo! Jetzt auch irgendwie um 10.30 Uhr im Stadion zu sein, um da ein Gruppenfoto zu machen mit den ganzen deutschen Jungs. Eben Lippen, weil es aber so Bello geholt. Sieht man wahrscheinlich auch, wie der Scheiß glänzt. Aber Lippen sind so kaputt. Ich muss jetzt einfach wirklich immer überall ein Labello dabei haben. Ich habe getrunken wie ein Bekloppter und es wurde einfach nicht besser. Das ist bei René jetzt auch so, bei Faruk auch. Also ich Faruk noch was mit. René hat glücklicherweise gestern vor Svenja noch einen bekommen. Habe jetzt 3 geholt. Das heißt, Svenja, wenn ich die sehe heute, kann ich ihr auch noch einen geben. Weil wie so ein Zweierpack habe ich mir noch einen anderen geholt. Passt das. Ist halt auch lustig. Irgendwie man sagt, in den USA ist viel billiger als Deutschland oder sollte billiger sein, ist aber teurer. Jetzt 10 Dollar für die Scheiße bezahlt, 5 Euro ein, 5 Euro der Doppelpack, ist schon heftig. Also du bezahlst hier halt in der, vor allem hier so Downtown oder so, viel mehr. Du musst irgendwie rausgehen oder so, wenn es halbwegs billig werden soll. Selbst dann ist es nicht billig. Also USA ohne Geld ist, macht keinen Spaß. Oder willst du 10 Dollar für deinen Lippenbalsam zahlen? Also das ist hier wirklich Schweizer Preise, 18 Dollar die Pizza Margherita. Shit, ey. Und dann kommt auch Tipp oben drauf, das bezahlt am Ende 20. Dickheads to each other. Like that would be, we can't. Bro, Instagram, bro, all kind of shit to me. I'm like, we unfadeable, so please don't try to fade this. Let's hear it for these three again real fucking loud! Sub rein, hier sind auch noch 2 Videos, die du gucken kannst. Das meiste auf meinem Kanal ist Fitness oder Vlog basiert, also das, was bei mir gerade abgeht, oder Fitness. Wenn du aber Fragen hast, schreib die einfach mal in die Kommentare, dann mache ich da auch ein Video. Ansonsten würde ich sagen, guck dir einfach die 2 Videos an.